Kennt ihr das auch? Ihr habt ein Lego-Konvolut gekauft mit Zehntausenden, Hunderttausenden Teilen. Freut euch, dass Minifiguren dabei sind und stellt dann fest, naja, die sehen so aus. Die gehören nicht zusammen, denen fehlen Köpfe. Ihr habt vielleicht auch nur solche Geschichten. Lohnt es sich eigentlich, das Ganze dann noch irgendwie zusammenzusetzen? Und wenn ja, wie sollte man das eigentlich machen? Willkommen bei Büchsnuggery, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht's, diese Kiste, die hatten wir schon mal in einem der Videos. Und diese zeige ich euch heute aber nur nochmal, um eben zu zeigen, so bekommt man meistens Minifiguren in irgendwelchen Konvoluten. Da fehlt zahlreiches, entweder Unterteile, Oberteile, Köpfe, aber meist generell, hier sogar die Hände, meist generell fehlen die Kopfbedeckungen. Und jetzt zeige ich euch heute einmal eben, wie wir es machen und das Problem lösen. Da fehlt auch so einiges. Der kann wirklich kein Lenkrad anfassen. Also, Kiste zur Seite, andere Kiste her. Ich rede von einem Kleinteilmagazin, in das wir Ersatzteile separiert dann eingebaut haben. Und ich zeige euch das jetzt mal eben. Ich muss in der oberen Reihe nur die Sachen rausnehmen, das ist einfacher. Wir haben hier zum Beispiel irgendwelche Flügel, Segel etc. eher selten gebraucht. Dann geht es hier aber weiter. Wir haben eine komplette Lade nur mit irgendwelchen Basecaps in allen möglichen Farben. Dann, gleich daneben, haben wir eine Lade mit Helmen. Man sieht, oft fehlt das Visier, das haben wir extra aber nochmal und das kann dann auch wieder rein. Dann haben wir hier, kennt ihr auch von den Niago, diese Kopfaufsätze, so nenne ich die jetzt einfach mal eben hier. Meistens in irgendeiner Tierform. Eine komplette Schublade, dann nochmal besondere Aufsätze für den Kopf. Besondere Helme zum Beispiel oder aber aus Chima die Masken. Dann kann ich jetzt die Lade ranziehen, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Dann haben wir eine Schublade, wo wir wirklich nur Halstücher und solche Dinge drin haben. So könnt ihr es besser sehen, in allen möglichen Farben. Wird in vielen möglichen Welten von Lego auch tatsächlich gebraucht. Dann hatte ich das eben schon angesprochen, hier haben wir Visiere. Dahinter haben wir dann auch noch etwas, was im Grunde zwischen Kopf und Torso kommt. Und das kann man nicht so gut sehen. Und hier hinten zum Beispiel noch Tauchequipment. Das sind einmal Fliesen, die sind hier relativ uninteressant. Dann zur Ergänzung einer Figur haben wir irgendwelche Schilder. Ich weiß, die gehören manchmal auch an irgendwelche Bauwerke, aber wir haben sie halt eben so mit hier, dass wir sie notfalls auch einem Ritter oder wem auch immer in die Hand drücken können. Hier geht es noch einmal kurz weiter. Hier hinten haben wir auch noch Schilde. Genau, von den Isolanern aus der Piratenwelt zum Beispiel ist dieses. So, jetzt könnt ihr es richtig sehen. Dann haben wir hier in dieser letzten Lade verschiedenste Capes. Und zwar nicht nur für Batman. Dann geht es jetzt langsam in die Waffengeschichte rein. Das könnt ihr so nicht gut genug sehen. Wir haben hier einmal langläufige Gewehre, dann Pistolen, in erster Linie bei den Piraten gebraucht und dann nochmal besondere Gewehre, wobei da nicht ganz sicher ist, ob die wirklich zu Lego gehören. Wie gesagt, auch ich lerne immer noch dazu. In dieser Schublade haben wir alle möglichen Funkgeräte. Das ist wirklich nichts anderes. Funkgeräte über Funkgeräte. Dann haben wir in dieser Schublade hier vorne Ferngläser, die auch als Backpacks benutzt werden können, Fernrohre, Megafone. Hier geht es weiter mit Knochen und Flügeln. Hier haben wir komplett Rucksäcke und ähnliches, Taucherflaschen, Dynamit. In der nächsten, das erste Fach zumindest ist rappelvoll. So, das erste Fach ist rappelvoll mit irgendwelchen Kisten. Hier Handschellen und hier ein paar Bücher. Dann geht es hier um Armbrüste jeglicher Art. Ihr seht auch wirklich reichlich voll. Die schönen 100 Dollar, Euro, Pfundnoten, was auch immer. Hier vorne dann mit dem Geld nochmal weitergehend. Lichtschwerter teilweise auch, was wir normalerweise separiert haben, aber eben noch mit den Griffen dabei. Dann die entsprechenden Stöcker, die viele Figuren auch haben. Hier nochmal eben bei den Waffen weiter. Pistolen verschiedener Art.
Ihr könnt es selber sehen, hier haben wir die mit dem kleinen Loch. Und da oben dann nochmal. Das meiste natürlich aus Star Wars. Ich zeige euch das auch nur und erkläre dann nochmal eben, ob es sich aus unserer Sicht lohnt, die Figuren tatsächlich zusammenzusetzen. Aber ihr könnt euch das schon denken, wir würden uns ja diese Mühe hier nicht machen, wenn wir der Ansicht wären, nee, das lohnt sich nicht. So, hier geht es dann um etwas langläufigere Waffen. Auch in allererster Linie natürlich aus dem Star Wars Universum. Das ist vollkommen klar. Das haben wir hier auch. In der Mitte haben wir Harpunen, oben nochmal langläufige. So, und jetzt kommen wir zu Schwertern. Natürlich ein Jago ohne Ende. Hier haben wir Säbel jeglicher Art. Äxte, irgendwelche Langschwerter. Ich weiß, die werden natürlich auch bei irgendwelchen anderen Dingen verbaut, sind nicht nur für irgendwelche Figuren gedacht. Dann haben wir Lanzen, schön bei Rittern, hinten noch ein paar Streitäxte. Hier vorne dann auch nochmal Speere und so ein Dreizack ist dabei von Neptun oder wem auch immer. Dann haben wir hier nochmal die längeren Lanzen. Die haben dann hier oben einen etwas anderen Kopf, gibt es auch in verschiedener Form. Und dann geht es hier weiter mit Aufsätzen, die ebenfalls zwischen Kopf und Torso kommen. Wisst ihr, kommt dann so drauf. Oder aber das wird übergestülpt, dann haben wir hier den Kopf und hier ist dann der Torso drin, hier unten die Beine. Das kennt ihr aber wahrscheinlich auch alles. Hier unten haben wir dann, zeige ich euch etwas genauer, alles möglich, was es an Haaren gibt. Also ihr könnt das selber sehen. Ja, zu wem das gehört, das kann man sich ungefähr vorstellen. So, dann haben wir die Haare. Dann haben wir hier eine Schublade, das ist vornehmlich eine Friends-Schublade tatsächlich. Da seht ihr selber, was drin ist, Friends-Figuren. Da bin ich ja nicht ganz so der Fan von, aber auch eigentlich vollkommen egal. Es geht ja auch nicht, wie gesagt, um ein Hobby, sondern darum, dass es verkauft werden soll. Dann habe ich hier unten eine komplett volle Schublade nochmal mit Helmen. Und da könnt ihr auch sehen, Star Wars ist dabei. Dann wahrscheinlich irgendwas aus dem Bereich City. Ninjago kann man hier sehen. Also aus allen gängigen Welten irgendwie. Helme, Kopfbedeckung, wie auch immer man das teilweise dann nennen möchte, haben wir da. Reine Kopfbedeckung tatsächlich. Zum überwiegenden Teil zumindest haben wir nochmal eine extra Schublade. Diese Hüte kennt jeder, der Ninjago irgendwie zu Hause hat. Das ist auch eine Welt, in der ich mich inzwischen relativ gut auskenne, muss ich sagen. Das ist noch nicht bei allen so, aber ich arbeite dran. So, und dann die letzte Schublade, die ich euch einmal eben zeigen möchte. Das ist dann unsere Kopfschublade. Da haben wir also tatsächlich nach Farben habe ich das dann gemacht, habe ich die zusammengesteckt. Und wenn ich dann meine, jetzt zum Beispiel hier in diesen fleischfarbenen, boah, ich brauche ein bestimmtes Gesicht, dann nehme ich mir die als Stange komplett raus und gucke dann von oben nach unten, ist es entsprechend dabei, ja oder nein. Also auch das Ding ist eigentlich schon pickepacke voll. Aber jetzt komme ich nochmal zu der ersten Kiste, in der wir tatsächlich die Minifiguren haben. Einmal an die Seite. Und hier wieder her. Zeige euch die nochmal eben. Also aus meiner Sicht, ja, es ist mit viel Arbeit verbunden. Da haben wir schon fast einen vollständigen. Es ist mit viel Arbeit verbunden, aber es lohnt sich aus meiner Sicht tatsächlich, Minifiguren nach und nach zusammenzustecken. Ich weiß natürlich, bei Bricklink kann man auch wirklich die Einzelparts der Minifiguren verkaufen. Aber den Schritt gehen wir noch nicht. Das werden wir dann tatsächlich nur machen, wenn wir Dinge absolut nicht zusammengesteckt kriegen. Also das ist vollkommen logisch, ansonsten machen wir es nicht. Das, wie gesagt, soll zu heute gewesen sein. Dann habt ihr einmal eben gesehen, wie wir unsere Minifiguren hier für den Verkauf vorbereiten. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.